Hey Leute, der L zurück mit einer neuen Folge Murder zu Suspect. Und ich habe ja versprochen, wir sehen uns jetzt dann mal hier im Keller um. Was Rotes sehe ich nicht, das freut mich schon mal. Habe ich erstmal im letzten Part echt genug von gehabt. Ich bin froh gewesen, dass wir da noch ein bisschen Story hinterher hatten. Aber irgendwie, so richtig, da ist was an der Wand. Es ist immer extrem dunkel denn für euch wahrscheinlich, wenn ich die Sicht anstelle, aber anders sehe ich halt wirklich nichts. Da unten geht es scheinbar weiter. Geschichte Salems. Der Keller im Heim eines Richters war oft ein zeitweiliges Gefängnis für Häftlinge, die auf ihren Prozess warteten. Dieser Brauch war hier sicher üblich, wo Verdächtige in den Hexenprozessen im Haus vom Richter Hawthorne auf ihr Urteil warteten. Einrichtungen für eine lange Haft waren in diesen Fällen unnötig, da die Strafe für Hexerei unter englischem Gesetz immer der Tod war. Irgendwie scheint es mir aber nichts weiter zu geben, da muss ich wirklich in das untere Abteil. Aber ich gehe lieber noch mal eine Runde zu viel. Vielleicht durch die Maschine? Jo. Und können wir uns Baxters Leiche noch mal angucken? Schön galant ins Auge geschossen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das eine Schusswunde war. Dazu bin ich pathologisch nicht gut genug bewandert. Wobei, dann hätte die Kugel im Kopf stecken bleiben müssen. Und meistens ist es denn eher so, dass es eine Austrittswunde gibt. Bleibt eigentlich eher selten im Kopf stecken. Was zur Hölle ist hier unten passiert? Das werden wir gleich wissen. Können wir mal wieder hier ein bisschen rumsuchen und zusammen rätseln, Detail ansehen. Streng urteilen, würde ich sagen. Streng? Jo. Anklagen? Nee, erstmal. Jo. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Das ist wohl der Hawthorne. Der rechtschaffende Mann. Ja. Ach, die Kleine. Wednesday, sag ich immer. Wenn die wirklich aussieht wie von der Adams Family. Ruhend, naja, nicht wirklich. Flehend? Eingesperrt, würde ich sagen. Steht für Gerechtigkeit. Hier ist das gerecht. Aber ich finde es interessant, dass die Kleine, die eigentlich uns da so ein bisschen Tutorial gegeben hat, tatsächlich noch viel storyrelevanter ist. Was haben wir denn hier nettes? Was ist das jetzt? 4 von 7? Nee, da fehlen noch drei. Da komme ich boah. Das ist aber ein Sammelgegenstand. Das Kamera hat gerade ein bisschen blöd. Der Raum ist so klein. Das packt sie nicht. Hat. Gottlosen haben keinen Frieden. Das gehört aber zu den Hinweisen dazu. Da ist noch was am Boden. Glockensymbol wieder. Ich wusste es doch. Aber in dem Moment, wie ich mich wegdrehen wollte. Okay, wir haben alle zusammen. Dann versuchen wir das mal zusammen zu dröseln. Okay. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit.
Wie ist das gerecht? Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Was? Der Typ, der mich umgebracht hat, ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder. Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Ich muss zugeben, mir ist ja gerade, wo sie Abigail gesprochen hat, unsere Wednesday, echt ein Schauer über den Rücken gelaufen. Boah. Ich meine, ich bin bei Horrorspielen nicht der große Schisser, aber hier solche Stimmungssachen, das zieht bei mir. Passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Was holen wir das? Nee, das war verkehrt. Der Abigail wichtig ist. Dachboden der Kirche vielleicht auch. Ich versuch das mal. Jau. Aus das Urteil sind wir gerade drin. Das war auch verkehrt. Das war auch richtig, okay. Okay. Ich hab's irgendwie zusammengedröselt. Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Und das bitte ohne Dämonen jetzt. Ich möchte keine Dämonen kreischen hören. Da habe ich genug von den letzten Folgen. Wo muss ich denn hin zum Donnerdrummel? Ach, hier ist doch schon der Ausgang. Okay. Speicherpunkt finde ich auch gut. Gut, gut, gut. Kommen wir doch vorwärts. Freut mich. Aber ich glaube, dass es trotzdem langsam final wird hier. Richtig viel wird da nicht mehr kommen. Wir wissen, dass Baxter nicht der Mörder war. Ein besseres Alibi, als selber tot zu sein, gibt's da in dem Fall nicht. Dass an Abigails Rachegelüsten liegt, wissen wir jetzt auch schon. Das sah so aus, als hätte ich da vielleicht durchgekonnt. Naja. Links macht er keine Lara-Geräusche, wenn er irgendwo ging und. Eieiei. Und hier wieder außen haben wir wieder die Nachladeruckler, die ekligen. Ich renne bloß aus Bumble ab und zu wirklich mit der Sicht rum, mit der hier, mit der dunkleren. Ah, wir sind schon da. Niemand verdient es, ermordet zu werden. Und wenn der Psychopath, der versucht, jemanden umzubringen, behauptet, er tue es für die Gerechtigkeit,
Dann ist das nur noch verdrehter. Hier scheint irgendwas passiert zu sein. Haben wir die Tür eingetreten, mal so lockerflockig. Dass hier vorne davon schon welche sind, ist auch neu. Joy! Ronan, Hilfe! Keinen Schritt weiter. Nein, nicht du, Rex. Das hat nichts mit ihr zu tun, Abigail. Oh doch, hat es sehr wohl. 300 Jahre lang haben wir Hexen hingerichtet, die unsere schöne Stadt verdammt. Da unten, los! Jene, die ihren dämonischen Vertrag verheimlichen und über Kräfte verfügen, die sie nicht haben sollen. Genau wie du. Wag es ja nicht, sie mit mir zu vergleichen. Ruhig, ruhig. Hände hoch! Hilfe! Mach jetzt keine Dummheit! Hände hoch! Hören Sie auf damit! Hände hoch! Sofort! Abigail! Du Stück Scheiße! Was tust du? Nicht jetzt. Du warst es. Ich wollte nicht, dass du der Wahrheit näher kommst. Ronan, tu was! Ja, was? Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Was soll ich denn machen? Wie läuft die Zeit jetzt nicht weiter? Das war's nicht. Fuck! Joy! Okay, es geht. Es geht zumindest weiter. Alter, das ist jetzt... Jetzt wird's haarsträubend. Kann ich's wegdrücken? Ja. Mein Hinzukommen, das ist Witz. Das ist bloß echt. Identität ist immer, das hatten wir eben... Versuch mal das. Ich hab gerade irgendwie... Nein. Ah, ich drück's weg, Leute. Das müssen wir uns nicht nochmal antun. Ich weiß nicht, ob die Zeit im Hintergrund weiterläuft. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaub's ja nicht, aber... Oh, das weiß ich nicht. Das war's auch nicht. Mensch, ey. Das kekst mich gerade an. Komm nach. Ah, ich wollte das eigentlich nicht nochmal zeigen. Toll, jetzt ist es auch noch im Standbild. Jetzt hat sich die Konsole abgekackt, Leute. Ja. Nee, doch nicht. Wisst ihr, was ich da nehmen soll? Das ist jetzt echt 300 Euro und das ärgert mich. Das ist nichts Offensichtliches.
Abigail aufhalten. Das Vers hatte ich, glaube ich, schon. Lauter Schrei. Sehr gut. Es ist vorbei, Abigail. Mist. Nein, 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 nein! Joy! Mensch, ich möchte die Szene nie mehr sehen. Auch wenn die jetzt ein bisschen anders war. Was soll ich denn machen? Das ist mir entschieden zu Try and Error jetzt. Greifen, manipulieren, wo ist denn lauter Schrei jetzt hin? Da. Ich drück das jetzt mal wieder weg, Leute. Mensch. Nein, 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 was? Es ist auch von der Zeit her so dermaßen knapp, Leute. Was kann ich machen? Joy! Nein. Ach, wie oft ich die Kleine habe jetzt sterben lassen, das ist nie mehr feierlich. Dass es aber auch jedes Mal woanders ist. Was kann ich da machen, verdammt? Es ist... Nein, nein, nein! Mir fällt jetzt eins ein, aber das hat mir die ganze Zeit nicht reagiert. Ich wollte auf unseren Schwager gehen. Aber irgendwie hat das nicht funktionieren wollen. Ich probiere es aber trotzdem nochmal. Mensch. Das ist jetzt irgendwie... Da ist er. Dass das auch hier jedes Mal woanders ist. Das ist so. Aber ich kann hier bei ihm nichts machen. Das ist. Nein, 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 nein! Joy! Leute, nehmt es mir nicht krumm. Es ist ein blödes Ende für ein Part, aber. Wir werden es im nächsten machen. Vielleicht gucke ich nochmal nach. Ich probiere das Offcam nochmal. Zur Not kann ich ja den Spielstand nochmal neu laden. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal zum wahrscheinlich finalen Part. Ich bin der L. Ich bin raus. Ciao.